Ja, Heuler, grüß dich. Na, das ist ja nicht, dass ich so mal vorbeikomme mit Besuchen. Aber heute sage ich, wer in Wahrheit hinter Luis steckt. Heuler, grüß dich. Ich bin der Manfred. Kein Binner, dann sage ich, wie ich daheim bin. Er gilt als der Inbegriff eines Südtirolers schlechthin. Was viele aber nicht wissen, streng genommen ist er gar keiner. Manfred Zöschk lebt und arbeitet in Tirol. Lediglich seine Wurzeln liegen im Südtiroler Ultental. Heute gewährt er uns einen exklusiven Einblick in die Person, die hinter dem Luis steht und zeigt uns, wie er mit seiner Familie lebt. Der Luis und ich haben eigentlich nicht wirklich viel Gemeinsamkeiten. Ich meine, der Luis ist eher der lockere, der lässige Typ und getraut sich alles. Ich bin eher der ruhige, schüchterne. Aber der Vorteil ist, ich habe eine Familie, eine tolle Familie, einen Haufen Kinder, also vier. Und der Luis sucht allem noch ein Weiber. Das ist schon mal der Unterschied. Obwohl meine Frau sagt, der Luis war ihr oft lieber, weil er ein bisschen locker drauf ist. Der tut tanzen, der gibt Gas und Ding. Das tue ich nicht so. Ich bin eher ruhig. Wenn ich nicht gerade auf der Bühne stehe, bis vor kurzem habe ich noch einen richtigen Job gehabt. Ich bin Automechaniker. Und das habe ich jetzt momentan einmal glatt. Aber was ich wahnsinnig gern tue, daheim beim Haus umbasteln, das ganze Haus renovieren und den Garten umeinander tehen, je nach Jahreszeit. Und technische Sachen mag ich auch gern. Basteln tue ich in einer Garage mit Hebebühne, Zeugs anrichten. Ruhe mag ich überhaupt nicht. Auch wenn Manfred Zöschk nicht dort lebt, verbindet ihn doch so einiges mit Südtirol. Sowohl seine Mutter als auch sein Vater stammen aus dem Ultental, mussten aber aufgrund der Errichtung des Zocklerstauses auswandern. Sie zogen mit ihren Kindern nach Graz und später nach Tirol. Nichtsdestotrotz verbrachte Manfred Zöschk aber dennoch einen großen Teil seiner Kindheit im Ultental, wo er in den Sommerferien oft bei seinen Großeltern zu Besuch war. Ja, die Leute sagen alle, ich bin so am Boden geblieben, aber ich spüre es schon selber auch, weil es nichts bringt. Was soll anders sein? Erstens einmal bin ich wirklich alt genug, dass ich gefestigt bin und nachher, das Beste ist ja die Familie zum Beispiel. Weil bei den Kindern wärst du, da kannst du sein, wer du willst. Und wenn ich morgen Papst bin, bin ich allem noch der Vater und fertig. Ich habe mich allem gewundert, wie Sprachen entstanden sind. Und da habe ich früher als kleiner Bub das noch Tonbänder gegeben. Das sind so Bandeln gewesen, die hat man auf Spulen, nicht so Kassetten. Und die habe ich noch aufgenommen und dann sie verkehrt eingespannt und rennen glatt. Nachher sind die Bandeln so zurückwärts gegangen, so. Und dann immer gedacht, so klingen, so reden die Russen. Als Kind war für mich klar, die Russen reden nicht Russisch, sondern verkehrt. Und das habe ich dann so angefangen nachmachen. Und so ist dann das Interesse gekommen, Sprachen nachzumachen. Eine Inspiration für neue Sketche, das gibt eigentlich das Leben vor. Augen offen halten, Leute beobachten und alles von der heiteren Sache betrachten und drüber nachdenken. Allmählich von einem Hintertürler sehen. Aber man kann das nicht einfach ausdenken, sondern mir fällt das spontan in, wenn ich irgendeine Situation habe, dann muss ich es sofort aufschreiben, sonst vergiss es. Manfred Zöschk, Sprachentalent und Entertainer, aber auch Familienvater und Ehemann. Sympathisch und vollkommen auf dem Boden geblieben. Eben genauso wie seine Lieblingskunstfigur, der Luis. Auf mein Telefon! Mein Sacktelefon leitet da. Heula? Hey Mama! Was ob ich ein SMS gekriegt kann? Na, da kann ich ja nicht empfangen, was? Ah, die Frieda hat gefragt, ob ich einen Pass mit habe, gell? Na, ich bin da in Tirol, ich brauche nicht unbedingt einen, gell? Und da bevor ich in Trentino sind, brauche ich auch nicht unbedingt einen, gell? Was, du verstehst das nicht? Nein, das ist ja eine Region. Südtirol, Nordtirol und Trentino ist eine Region, eine Eurega, sagen wir da, gell? Und da brauchst du nicht unbedingt so, gell? Weißt du, dass du das verstehst, Mama? Schau, wenn du jetzt einen Gasstall, einen Kälberstall und einen Hennenstall hast, und das sind drei verschiedene Stall, aber auf einem Hof. Und so ist es mit der Euregia. Jetzt hast du es kapiert, gell? Ausspielen. Fertig, Mama.